herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Windfischi, und heute reden wir über Nintendo Labo. Was zur Hölle ist Nintendo Labo, fragt ihr euch? Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht, als ich heute Morgen mal durch Twitter gegangen bin und auf einmal sah Nintendo Labo hier, Nintendo Labo da. Und dann habe ich mir den kleinen 3-Minuten-Trailer dazu angeschaut. Gestern Abend, ich glaube gegen 11 Uhr oder sowas, hat Nintendo das ja online gestellt. Denn sie haben etwas Neues in petto, das am, lasst mich lügen, am 27.04. rauskommen soll. Und das nennt sich Nintendo Labo. Nintendo Labo ist Pappe. Ja, wenn man es kurz schließen möchte, Nintendo Labo ist Pappe zum Spielen. Das hört sich jetzt sehr komisch an und das ist wirklich kein Scherz. Ich denke mal, ich habe mich minimiert und ihr seht da den Trailer irgendwo im Hintergrund laufen. Denn Nintendo Labo ist sowas wie ein Baukasten, den man selbst zusammenbauen kann. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es zwei verschiedene Sets. Aus dem einen kann man eine Art Rucksack basteln, womit man dann hinter so eine Art Mech spielen kann. In diesen Nintendo Labo-Dingen werden die Joy-Cons reingesetzt und die Nintendo Switch. Und dann gibt es sowas wie eine Art Programm, das man wohl runterladen kann, um damit interagieren zu können. Was ein sehr interessantes Konzept an sich ist. Das muss ich schon mal sagen. Bei dem anderen Set hat man unter anderem irgendwie sowas wie eine Angel oder ein Klavier oder irgendwie so eine Art Käfer, den man bewegen kann. Ich weiß nicht genau, wie das Ganze funktionieren soll. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und wenn ich es richtig gesehen habe, steht da auch extra drunter oder in der Direct, das ist ja keine wirkliche Direct, dass es eher auf Kinder ausgerichtet ist, wo ich allerdings auch direkt zu einem Problem komme, denn das Material ist Pappe. Und wir wissen doch alle, dass vor allem Kleinkinder, wenn sie mit Pappe spielen würden, ich meine, wie lange hält der Pappe? Das finde ich so ein bisschen, ich denke mal eher, dass es so für Kinder ab 8 plus, wenn geeignet ist, oder vielleicht für große Kinder, also Erwachsene, die damit spielen möchten. Was ich dazu sagen muss, es kommt ja am 27.04. raus, wenn ich mich recht entsinne. Und der Preis wird wohl so um die 50 Euro sein für ein Pappset. Es gibt ja zwei verschiedene. Und ich denke, das ist doch ein bisschen happig für Pappe. Ich weiß nicht genau, wer sich diese Artikel kaufen wird, wer damit spielen wird. Das ist dann ja wieder etwas, was so Motion Controls unter anderem beinhalten kann. Das Klavierdingen, das finde ich am interessantesten tatsächlich von diesen ganzen Mechaniken. Und ich glaube, was daran interessant an sich ist, ist eben, dass du diese ganzen Gegenstände selber bauen kannst und dann mit deiner Switch damit spielen kannst. Aber von der Haltbarkeit her bin ich doch ein bisschen skeptisch, eben weil das Ganze nur aus Pappe besteht. Und wie stabil kann das dann sein? Wie lange hält es? Und kauft sich einer von euch Nintendo Labo? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, was ihr davon halten werdet. Das Gute an Pappe ist natürlich, dass man das wie am Ende des Trailers super individualisieren kann. Ich finde, das ist ein dicker Pluspunkt. Allerdings kann ich sonst nichts großartig Positives bisher an Nintendo Labo erkennen. Vielleicht kriegen wir demnächst noch mehr Informationen, was mit der Software zu tun hat, wie man damit spielen kann, ob das an alleine ist, ob man mit mehreren zusammenspielen kann oder nicht. Aber mein Ersteindruck ist so, ich warte auf mehr Informationen, aber ich denke, dass Nintendo Labo für mich persönlich zum Beispiel nichts ist, weil ich nicht verstehe oder verstehen kann, was ich mit so viel Pappe machen soll. Ich bin wahrscheinlich einfach nur nicht die Zielgruppe dessen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr zu Nintendo Labo sagt, was eure Meinung dazu ist. Und das war es auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!